Ahoi Kratujana und herzlich willkommen zu unserer neuesten Schiffsvorstellung. Bei mir am Hafen steht die Nino Bixio und nicht nur bei mir, nein auch beim Krom, Hallöchen. Hallöle. Steht dieses wunderschöne Schiff im Hafen. Und wir zusammen gucken uns das Schiffchen jetzt mal ein bisschen genauer an. T2 Kreuzer, der Italiener. Und wie wir alle wissen, bei den Kreuzern der Italiener gibt es hier etwas ganz Besonderes. Denn sie haben kein HE dabei, sie haben zweimal AP dabei. Sie haben einmal die normalen SAP, nee, Semi-AP-Granaten, das sind die neuen. Und dann haben sie noch. Es ist zum Kotzen, Mann! Es ist nicht mehr normal! Und dann haben sie nochmal die normalen panzerbrechenden Granaten dabei. Und die stehen ja halt zur Wahl. Bei dem Einser, da war es noch nicht so. Jetzt aber hier auf T2 geht's los mit Semi-AP und das wird halt das große Highlight hier bei den Kreuzern. So. 120 mm Geschütze haben wir hier. Insgesamt, wie viel haben wir hier mit dem großen Rumpf? Haben wir 8 Haupttürme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hinten ist auch noch einer. Also egal, in welchem Winkel wir zum Gegner stehen, das sollte gut möglich sein, den da zu beschießen. Dann haben wir hier noch 16.600 Leben. Überschaubar für die Stufe ganz normal. Und eine Reichweite von 11,4 Kilometer. Geschwindigkeit, da liegen wir schon bei 28,1 Knoten. Das ist eine sehr geile Geschwindigkeit für T2. Da gibt es ganz andere Kreuzer, die wirklich überhaupt nicht vorankommen. Und was gibt es noch Schönes? Können wir nochmal ganz kurz. Ah ne, haha, Abfangchance können wir uns ja gar nicht angucken. Aber wir können uns den Durchschlag der SAP-Granaten angucken. Der liegt bei 34 mm. Also da sollten wir auf der Stufe doch schon auch eine Menge Schaden machen können. Nochmal zur Erinnerung: SAP nutzen. Alles Work in Progress kann sich natürlich nochmal ändern in Zukunft, ne? Aber momentan ist es so, SAP auf leichte Ziele, leichte Panzerungsschichten abschießen und AP normal, wenn jemand Breitseite zu euch fährt, versucht da zieht das zu drücken, dann nehmt ihr denn das normale AP. So kann man das ganz gut unterscheiden. So, Flugabwehrwert ist hier egal. Manövrierbarkeit, Ruderstellzeit 4,8, Wendekreis 480 Meter. Hört sich doch alles ganz geil an. Und Verborgenheitswert von 7,1 Kilometer. Mit Kapitänskill, der ist gerade nicht optimal geskillt, aber im Groben kann man das hier auf jeden Fall mitnehmen. Die Reichweite hätte man noch erhöhen können. Alles wurscht. Wir lassen das jetzt mal so. Später werden wir den hauptsächlich... Was denn? Weiter. Die Reichweite, die Feuerreichweite, Hauptgeschütze bis Kaliber 139. Ach, bis 120. Ach so, ja. Genau, wir haben ja hier gerade mal 120er. Wird sich später bei den größeren ändern, darum gehe ich den jetzt nicht extra um. Wir spielen ihn einfach so, wie die meisten ihn wahrscheinlich auf T2 auch spielen würden. So. Krom, hast du noch irgendwas Geschichtliches mal wieder parat? Ja, dieses Schiff wurde nicht von der Firma XMG, die ich nur empfehlen kann, gebaut. Nein. Die Firma, sie wurde XMG. Der kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gebaute turbinengetriebene Kreuzer wurde als leichtes und schnelles Aufklärungsschiff eingesetzt. Die vitalen Schiffsbereiche wurden durch ein gepanzertes Deck geschützt. Siehst du? Noch vor dem Ersten Weltkrieg oder fast zu Beginn, ne? Dafür sieht er aber schon recht modern aus, muss ich sagen. Schickes Schiff. Aussehen wie die Idee mehr so irgendwie, ja, ne? Von den Geschwindigkeiten her und von der Ruderstellzeit hört sich das auch wie die Idee an. Und selbst die Tarnwerte 7,1. Ist das überhaupt ein Kreuzer? Ich guck nochmal. Nee, ist wirklich einer. So, meine Freunde. Würde ich mal sagen, das waren alle News hier aus dem Hafen und jetzt geht's direkt los mit unserer Runde. Da sind wir auch schon in der Runde mit unserer Nino Bixio. Ganz viele DDs dabei. Aua. Das sieht richtig übel aus. 2, 4, 6, 7 DDs pro Seite, Restkreuzer. Mal gucken, was das wird. 11,7 Sekundal. Ja, ist ganz schön heftig. Aber dafür, der Bums, der dahinter steht, wenn wir den treffen, der sollte aber ordentlich sein. Jetzt hier, dadurch, dass so viele DDs dabei sind und auch Kreuzer, hier lohnt sich eher wieder SAP zu nehmen, weil wir auf die leicht gepanzerten Ziele halt einfach mehr Schaden machen. Normal AP. Gut, wenn die Kreuzer volle Breitseite zeigen, können wir mit AP auch probieren. Aber sonst bleiben wir jetzt hier erstmal bei SAP. Mal gucken, wie es funktioniert. Wieso momentan soll SAP genervt werden? Nostrum, alles was du hier siehst, ist Work in Progress. Das kann bedeuten, dass World Gaming sich morgen denkt, ey, SAP ist ganz schön heftig, wir machen das nochmal schlechter. Oh, na, wie gehst du? Fährst doch da gleich in den Top rein. Wenn nicht, wird es von mir nochmal beschossen. Mal gucken, ob wir treffen. Bam, sind wir 470 reingedrückt. Naja, nicht besonders viel. Gott, die Ladezeit ist hier echt ganz schön heftig. Wackattacke, stirb. Und?
Bam! 941. Ja, ja. Damit HE würden wir da jetzt eigentlich deutlich mehr drücken. Alles schick, alles schick. Wir haben gerade mal zwei Treffer. Da hat eine Murmel gerade bloß getroffen. Ernsthaft? So, sein Antrieb ist im Arsch. Das ist gut. Bam. Ein Treffer, kein Damage. Juhu. Bakatake bleibt komplett stehen, Chrome. Ja, komm hier ran. Achso. Na, treffe ich den noch? Hallo, natürlich. Er ist tot, alles klar. Oh, ja, weggetroffen. Auch tot. Vier, die D sind schon tot von den Gegnern, alles klar. Das wird ja so eine super geile Runde. Fahren wir hinterher, sehen nichts, kriegen nichts abgeknallt, Ende. Die Storosche, boah, die holen wir uns. Juren kann ich schon spielen. Was sagst du? Die Juren kann ich schon schießen. Juren? Juren. Ach, das ist Shurien oder so heißt das bestimmt. Ja, ja. Und boom! Ganz kleines Schiffchen hier. Sieht man auch oh, selten in den Boden. Weil man immer auf den Wohnstuben spielt. Mika Graf, gleich habe ich dich. Ihm doch gesagt, das Ding ist so schnell. Fühlt aber immer noch total lang. Boah, das ist aber schön getroffen gerade. Ich hoffe, du warst das kommen. Einmal noch. So, Bugatür kommt da angegurkt. Können wir den mal beschießen? Der überlebt vielleicht mal ein bisschen länger. Jetzt hat der echt mal getroffen. Oh nein! Cool. Die hat ja doch die wieder abgeknallt. Wir sehen uns gleich wieder in Runde Nummer 2. Nö. Da sind wir auch schon in Runde Nummer 2. Es geht weiter. Krumm, nach der letzten epischen Runde kann es bloß besser werden, oder? Ja. Such die Tops. Los, such. Lass mich einfach vorfahren. Ja. Ist das für dich nicht so gefährlich? Unterschiedlich mal. 4 gegen 5. Super. Ja, auch noch selten. Das wird weniger Division sein, weil der eine den T1 mitgebracht hat. Stimmt, ne? Naja, da ist der Matchmaker jetzt total überfordert mit. Auf den unteren Stufen ist das eher nicht so wichtig. Also der Chat hat eben schon... Ich bin ja gerade durch Torpedos direkt verreckt. Der Chat hat eben schon abgestimmt. Ich werde jetzt wahrscheinlich jämmerlich verbrennen direkt am Anfang. Irgendwie brennen gleich an 3-4 Stellen. Irgendwie sowas Schönes wird passieren. Mal gucken. Erstmal müssen wir jetzt Richtung Feind kommen. SAP ist geladen. Ich hätte die Geschütze von der linken Seite eigentlich auch rechts mitnutzen? Nee, ne? Nee, die drehen gar nicht in die Richtung. Vorderste Geschütze könnte man in dem Winkel... Das hier, wo ist Anne? Das geht jetzt ja. Ne, warum nicht? Warum können die nicht nach rechts gucken? Warum stoppen die da, ne? Die könnten da oben drüber gucken jetzt, ja. Nee, gut, man würde über das andere Geschütz rüberschießen, aber... Wohin? Ich sehe so einen Bogen. Oh. Du, der Admiral Graf Speer hat recht, das ist unsere kartonische Spielekarte hier. Alle in die Mitte! Kein Nebel! Ja. Torpedos! Nur Torpedos! Ah, Torpedos! Okay, so langsam, die Scheiße. Verbündete. Nur Verbündete, keine Panik, Krado, keine, da kuschen wir Tobias. Keine Panik. Wir fahren nicht die Titanic, alles schick. Yeah! Weit weg, die Torpedos da, weit weg. Da ist eine Umikaze. Bam, bam, bam. Komm jetzt mal richtig rein hier. Boom, 1400. Das war doch mal ein Hit. 1800 mit einer Salve. Drei Treffer. Das war schon besser. Und so long young ist down. Der ist ja leider ein bisschen sehr offensiv gefahren. Hallöchen, Bugatür. Bams, 2700. Übel. Wir haben jetzt schon mehr Damage als letzte Runde. Guck mal, die Omikaze hier vorne können wir schön treffen, du. Falls du dich überhaupt bist. Piss, scheiß Mistkackinsel, Alter. Irgendwo da war er. Irgendwo da. Da haben wir noch eine Chester. Achso, die lenkt weg. Alles klar, ein bisschen höher halten.
1602 Treffer. Die hohe Nachladezeit, die ist auch gerechtfertigt. Wenn man den trifft, dann tut es echt ganz schön weh. Ansonsten glaube ich, wäre ein bisschen übel. Ja. Dann wäre das ein bisschen sehr übel. So, Hallöchen Dresden. Gucken, was wir bei der Dresden anrichten können. Bam! Oh, 2-6, Alter. Nehme mit, nehme mit. Das ist voll ein. 1400. Nein, 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 da hinten. Oh, ich wollte schon sagen. Die waren auch ganz knapp jetzt bei mir hier. Überall Torps, Hilfe. Ich will nicht schon wieder durch Torps sterben. Nee, 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 komm ich mal. Nee, 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 ich bleib mir schön stehen. Komm, jetzt lass mich doch mal treffen. Komm schon. Au. Wer hat mich da getroffen? Die Dresden. Aua. Hey, war das hier Dresden? Da! Die Kalidon auf 9 Kilometer, die hat mir so ein Damage getroffen. Alter! Bam, bam. 1700. Das ist jetzt ganz schlecht. Komm, du bist irgendwie nicht mehr hier vorne an der Front. Oh. Nee, du bist irgendwie viel weiter hinten als ich. Bam, 470. Scheiße. Ein Treffer bloß. Problema risolto, signore. Down, schön. Ganz wichtiger Kill. Das ist Smith. Müssen wir aufpassen wegen Torpedos. Ups. Smith. Smithers ist da. Smithers. Scheiße, ich brenne schon wieder. Perfekt, ich dachte, ich bin hier. Ja, und ich verbrenne an zwei Stellen. Jetzt hat der Chat auch noch recht und ich verbrenne hier jämmerlich. Es ist so zu kotzen manchmal. Jetzt brenne ich hier echt runter. Die Sau nimmt mich echt raus. Oh, Alter. Okay, Nino Bixio. Damage-Potenzial ist da, aber frisst auch Damage ohne Ende. Alter Schwede. Und was zum Teufel macht ihr hier? Warum bin ich der Einzige, der da vorne eben war? Wir sind doch alle hier bei unserem Pep hier. Oh, Alter. Oh, okay. Ich glaube, das reicht erstmal zu Nino Bixio. Brauchen wir nicht groß weiterspielen. Oh, Mann. Aber was mir die Kalidon, was die mir gerade gedrückt hat, das war nicht mehr schön. Die hat mich auf Hälfte runtergeschossen aus dem Winkel. Das waren keine Zitas. Aua, aua, aua. Next wird eine Detonation. Ich habe Signal drauf. Alles gut. Dürfte eigentlich nicht passieren. Eigentlich. Fahr mal langsamer, dann kannst du doch killen da. Stopp, Feuer! Ah, wo schießt du denn hin, Mensch? Der DD direkt vor dir. Ich sehe keinen. Direkt vor dir! Fusilier! 700 Leben, 4 Kilometer. Der war ja hinter Berg. Kasse ist, dass sie jemand zu Torp, Alter. Siebzehn Kart, der möchte T2, Carlo kann kein T2 spielen. Ja, ja. Testschiff, ich schieb das alles aufs Testschiff. Ganz klar. Ja, der kommt, der bleibt ja hinter Inseln. Versucht er irgendwie von hinten ein bisschen die Gegner zu erwischen. Wir sind runtergefahren zum Captain hier. Wir verlieren aber gerade hinten unseren Cap jetzt. Ja, scheiße. Dann muss ich ja wieder zurückfahren. Sterben gerade alle weg da oben. Graf Spee wird die auch nicht mehr aufhalten können. Die haben alle volles Leben, du bist ja noch rechtzeitig zu. Die haben ja hier eine Burgertür im Vollwerk noch. Schnell die Nürnberg Captain killen und cappen und den Win. Die anderen sind nämlich alle oben. Meine ich doch, Kolberg. Komm, Nürnberg könnte es genauso schnell rausnehmen. Die Kolberg ja noch mehr aus. Aber die Kolberg ist cooler.
Was hast du ihm gerade gedrückt, ja? Sag mal an, deine Damage Zahlen. Du schießt auch mit 7 EAP. Ich schuss mal, ich werde nicht vorne liegen. Wie bitte? 470. Achso. Eine Nachladezeit ist schon. Ist schon heftig. Ja, ey. Heftig, ne? Muss schon treffen. Wo sind? So, auch vielleicht ein Schiff und nicht unbedingt. Oh, scheiße, die kippen schon. Nur aber ganz schnell rein mit dir da. Die anderen von den Gegnern fahren oben rum. Das ist sehr gut. Ihr müsst bloß hinter dem See jetzt hier bleiben. Den ist hier alles schick. Und Kratos unscharf. Alter, sogar meine Technik will mich heute ärgern. Alles klar. Moment, Moment. Nee, nicht Filter. Ich brauche das da, das da. Hey, ich bin der automatische Fokus. Ich stelle das einfach mal erstmal komplett anders ein. Danke, automatischer Fokus. Danke. Komm, fahr da nicht rum. Riskier's nicht. Hier. Riskier's rüber, nicht. Geht nicht. Scheiße. Mal zurücksetzen nochmal. Was denn zurücksetzen? Führen wir, ja. Ihr seid zu dritt hier gerade drin. Wenn du jetzt beschossen wirst, dann wirst du zurückgesetzt. Fahr da nicht rum. Der ist rausgefahren. Yeah. Jetzt wird wegen dir gleich resettet, wenn der dich beschießt. Nee, der schießt auf den anderen außerhalb vom Cap. Ah nee, guck mal, ist gar nicht resettet da bei den Gegnern. Der ist aber rausgefahren, der ist ja nicht mehr drinne. Muss noch irgendwas drin gewesen sein. Ich glaube, der war da gar nicht drinne, noch nie drinne. Lass dich nicht beschießen hier. Oder lass dich nicht treffen, besser gesagt. Wir haben jetzt nämlich nichts mehr, was zurücksetzen kann. Speed 276, vielen Dank für deinen Resub, 14 Monate schon. Dankeschön. Und dafür zurückgesetzt, scheiße. Wir müssen ihn killen. Lass dich bitte nicht treffen, lass dich nicht treffen! Überabpraller. Nein! Jetzt haben wir verloren. Hat er getroffen? Ja. Du hättest nicht schießen dürfen. Du bist doch unsichtbar auf 7 Kilometer. Hör auf zu schießen. Nein! Bin ich natürlich nicht. Bist du unsichtbar auf 7 Kilometer. Ja, die sind schneller. Das kriegen wir nicht mehr zurückgesetzt. Sonst Louis schießt ja gerade noch auf, aber er sieht ihn dann bitte nicht. Da steht der DD drin. So, ja, ne? Mist. Schade. Ihr hättet einfach in der Insel stehen bleiben müssen und cappen müssen. Dann hätten wir gewonnen. Oh, das ist ärgerlich. Nino Bixio steht unter keinem guten Stern bei mir jedenfalls. Mit dem Schiffchen werden wir doch erstmal abschießen. Mal schauen, was WG draus macht. Gerade für Anfänger, wenn sie mit den italienischen Kreuzern dann anfangen würden, die hohe Nachladezeit, das ist gewöhnungsbedürftig. Kennt man vielleicht von ein paar anderen Schiffen auch. Aber geht. Ja, wenn man das Schiff ja so drehen kann, ne? Ist es recht agil, sagen wir mal so. Ja. Wenn man auf beiden Seiten die Geschütze nutzt, also man schießt eine Seite sich leer, wechselt auf die andere, schießt dann, also das ein bisschen hin und her kreuzen, das funktioniert ganz gut. Mit Semi-AP, der Damage funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ihr seht es hier, mit 17.000 bin ich sogar Vierter hier in der Runde. Gar nicht so verkehrt. Aber man hat halt nicht die Abfackler, womit man auf der Stufe eigentlich auch immer viel Schaden macht. Nur 5.000 auf Dresden, 3.400 auf Dresden. Hat sich schön verteilt. Hätte ich ein bisschen länger überlebt, hätten wir noch ordentlich was reißen können. Naja, ist ein T2-Schiff. Was soll man da viel zu sagen? Das soll es gewesen sein zu Nino Bixio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter geht's mit dem nächsten Schiff. Stufe 3. Und ich habe den Namen vergessen. Stufe 3 der italienischen... Was? Nagato? Taranto. Taranto. Da geht's weiter dann in der nächsten Folge. Haut rein.